Drei motivierte und debattierfreudige Gäste. Sie sind dabei. Heisse Themen haben wir. Kann eigentlich nicht mehr schief gehen. Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Sonntag. Wir diskutieren über die UBS. Trotz Riesenverlust und Staatsschutz darf die Grossbank wieder Boni zahlen. Postbosse trotz Befreiungsschlag wieder in der Kritik. Und SBB-Tarif Preiserhöhungen trotz Rekordgewinn. Und das sind heute meine Gäste. Herzlich willkommen, Christine Egger-Segi. Sie ist FDP-Ständerätin aus dem Kanton Aargau. Ich begrüße herzlich aus dem Ziegerschlitz angeleitet, Thies Jeni. Er ist Ständerat im Kanton Glarus, SVP, Unternehmer, Bauunternehmer im Kanton Glarus. Und bei uns ist der Bastien Giraud. Er hat so quasi heute Zürcher Vertretung in dieser Sendung. Er ist Grüner Nationalrat vom Kanton Zürich, Umweltwissenschaftler. Lust und Frust in dieser Woche. Ja, was sind ja eigentlich unsere Sorgen und Probleme im Vergleich zu dieser Katastrophe in Haiti? Das Erdbeben hat das Armenhaus der Welt getroffen. Ich wünschte mir allerdings, dass man gerade auch von Schweizer Seite vielleicht ein bisschen mehr Solidarität von oberster Seite würde zeigen. In Amerika zwei Ex-Präsidenten, die auftreten, die ganze Spendeaktion koordinieren mit dem amtierenden Präsidenten. Das ist für mich vorbildlich. Jetzt hoffe ich nur, dass der Glückskettentag am nächsten Donnerstag ein voller Erfolg wird. Wir haben eine Sendung am Donnerstag bei uns und ich muss ehrlich gesagt sagen, gewisse Mails und Anrufe, zum Beispiel eins davon, man sollte doch lieber für den Tierschutz in der Schweiz sammeln, hat mich schon relativ aus dem Hocker oder vom Hocker gehauen. Gefreut hat mich dann allerdings die Rede vom Bundesrat Didier Burkhalter an der Albis-Gürtli-Tagung. Man hat ihm ja gesagt, gang ja nicht dort an, die Höhle des Löwen, das ist grauenhaft für einen Politiker, wie der redet eh nur eine Stunde lang. Es ist alles ganz anders rausgekommen und der Didier Burkhalter hat mit viel Witz und Esprit die ganze Albis-Gürtli-Tagung bereichert und auch das Publikum für sich gewonnen. Soll und haben in dieser Woche, Frau Egger-Segi? Also meine Lust kommt aus dem Kanton Glarus. Nicht? Oh, das fragt nicht, dass der Thies Jeni parlamentarische Rennen gewonnen hat. Das ist auch Lust. Aber ich habe, vor kurzem habe ich einen früheren Regierungsrat aus dem Kanton Glarus kennengelernt. Irgendwie sind wir auf Spezialitäten zu schwätzen gekommen. Dann hat er gesagt, er schwöre auf Glarner Kalberwurst. Und dann habe ich so gefragt, ist das gleiche wie die Appenzeller Südwürste? Und dann hat er gesagt, sicher nicht viel besser. Und am Freitag habe ich ein Pack bekommen, Express, mit 4 Kalberwürsten, mit einem Rezept dazu. Und gestern hat es bei mir Kalberwürste mit Herdöpfelstock und Zwetschgenmus gegeben. Phänomenal. Die kommen dann in 2 Jahren behalten, das ist richtig. Ja, die kommen wenn man hat, das hat man. Der Frust, der überhüpft jetzt, der kommt heute noch viel vor. Ja, ist es einer der Herr Wigli oder du bist? Beide. Ja, beide sogar. Thies Jeni, ich habe gelesen, es hätte so ein bisschen einen bösen Brief vom Parteipräsident von Toni Brunner. Er hätte keine Kandidaten am Glarnerland für die Regierungsratswahlen. Also das lange der Brief oder das Telefon von Herrn Brunner lange natürlich nicht für einen Frust. Überhaupt nicht. Das nimmt man Kenntnis und macht was. Wir haben sehr viele Kandidaten, aber die haben andere Zielsetzungen oder andere Prioritäten als Regierungsrat zu werden. Das ist halt nicht mehr das höchste der Gefühle, wie es das einmal war. Ja, Sie, wenn Sie Ständerat sind, dann wollen Sie nicht Regierungsrat vom Kanton Glarus werden. Und dann müsste ja dann herkommen. Man hat seine Prioritäten und Stolz. Und dann ist man noch Unternehmer. Also man ist eigentlich pudelwohl. Und die Lust, ich bin Skifahrer, was jetzt zum Lauberhorn abgegangen ist aus Schweizer Sicht, ist natürlich höchst erfreulich. Und noch erfreulicher ist nicht nur die gewonnen haben, das Podest erreicht haben, sondern dass vor allem das Lalo mit so jungen Leuten nachkommt, Murisier oder andere, die sehr gute Zeichen gesetzt haben, dass man sich in den nächsten Jahren wird freuen über ihre Leistungen. Hoffentlich schon in Vancouver. Was haben Sie zum Janka gesagt, dem Teufelskern? Ja gut, das ist ein Ausnahmetalent, wo das einfach der Kutz fast gar alles, wo man halt wieder lange muss warten. Zubricker ist dann ähnlicher gewesen und jetzt ist der Janka auf der gleichen Spuren. Aber wie gesagt, ich habe junge Leute, Junioren jetzt, mit Gavi jetzt und eben Mürisee, die tatsächlich gute Anlagen haben, um dereinst nachzurücken. Super. Bastien Giraud, ich habe in deinem Buch gelesen, der Untertitel heisst «Strategien zur Glücksmaximierung». Was hat zur Glücksmaximierung diese Woche beigetragen?
Ja, also Anfangswoche war nicht so glücksmaximierend. Wir hatten die Umweltkommission und haben dort die Klimapolitik behandelt, das CO2-Gesetz. Jetzt nach Kopenhagen haben wir gedacht, es ging etwas. Aber es ist nicht so wie in Deutschland. Es ist ja so, dass jetzt mit CDU, FDP machen trotzdem vorwärts. Also bürgerliche Parteien, die ambitionierten Klimaschutz machen. In der Schweiz sieht es leider anders aus. Und das ist mein Frust. Die zwei grössten Parteien, die SVP, will gar nichts hören vom Klimaschutz. Und auch der Freisinn erkennt nicht, dass das eigentlich eine Chance für die Wirtschaft wäre. Darum war es ein bisschen frustrierend, was der gleich den Tag noch ein bisschen gerettet hat, ist, dass man noch zwei andere bürgerliche Parteien hat. Einerseits BDP und CVP, die geholfen hat, dass wir da gleich noch einen tragbaren Kompromiss haben. Wunderbar. Das wäre jetzt gewesen, der Frust und Lust gleichzeitig. Ja, genau. Also, das hat sich wieder. Also, es gibt Schiro, zum Glück noch ein paar andere. Das gibt dir Ärger, wenn du BDP als dein Glück von der Woche bezeichnest. Aber es ist dein Problem. Ich habe konstruktiv mitgearbeitet. Ja. Und ich denke, eigentlich gerade die SVP, die gegen vor der Heimat redet, müsste eigentlich auch beim Klimaschutz ein bisschen mehr mitmachen. Gut. Drei hat man natürlich schneller überzeugt als 60. Also, das ist schon noch ein bisschen einfacher. Ja, meine Damen und Herren, wir kommen zu unserem ersten Thema. Er hat sich gewarnt, doch mit 5-2 Stimmen ist er abblitzt. Der Moritz Leuenberger war gegen den illegalen UBS-Deal. Bei der Grossbank verordnet man sich jetzt mehr Ethik, will aber gleichzeitig auch 4 Milliarden an Boni zahlen. Die Datenübergabe an die USA war illegal. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Jetzt droht der Finanzmarktaufsicht FINMA ein juristisches Nachspiel. Der Bundesrat, der die Übergabe toleriert hat, sieht sich trotz Urteil im Recht. Denn die US-Steuerbehörde hat der Grossbank mit einer existenzbedrohenden Klage droht, sagt Bundespräsidentin Doris Leuthard. In dieser Notsituation hat FINMA die UBS-Kundendaten rausgerückt. Doch der Bundesrat Moritz Leuenberger war gegen den umstrittenen Deal. Jetzt streitet das Parlament über eine mögliche Puck und die SP will die ehemalige UBS-Spitze sogar mit einer neuen Strafanzeige vor den Richter zerren. Konsequenzen zieht auch die Grossbank. Für die UBS-Mitarbeiter soll ab sofort ein strenger Ethikkodex gelten. Trotz Verlust im Geschäftsjahr 2009 und Staatshilfe will die UBS ihren Mitarbeitern 4 Milliarden Boni zahlen. Ja, Frau Egersäge, das soll also keiner mehr sagen, man hätte es nicht gewusst. Der Jurist Moritz Leuenberger hat dem Bundesrat gesagt, macht das nicht so, das ist illegal, dünnt doch das Notrecht anrufen. Muss man also sagen, der Bundesrat hat wissentlich Recht gebraucht. Also, dass der Moritz Leuenberger jetzt einfach so in die Presse kommt, finde ich erstens mal völlig daneben. Das sind Recherchen. Der Herr Leuenberger hat das nicht gesagt. Das sind einfach Recherchen. Ja, aber Recherchen kommen immer von irgendeiner Quelle her. Und wenn ich mir überlege, wer hat das Interesse daran? Also für mich ist es wichtig, dass die ganze Sache aufgeklärt ist. Wir haben jetzt zwei Geschäftsprüfungskommissionen, zwei Finanzkommissionen, die dran sind. Das hat keinen Sinn. Man muss das gründlich schauen, wie das gelaufen ist. Und zwar nicht nur innerhalb der Regierung oder innerhalb der Kommissionen, sondern wie die Tröte gelaufen sind zwischen UBS, FINMA und Bundesrat. Ich finde, das lohnt sich jetzt. Also Sie sind ganz klar für den Puck. Ich finde, das hat sich jetzt derart zugespitzt. Und auch wenn ich sehe, was hinten dran läuft mit den USA, dass der Druck wieder zunehmen kann. Wir müssen hier eine saubere Haltung haben und wissen, wie was gelaufen ist. So Pucks sind ja eigentlich nicht das grosse Steckenpferd von der SVP, kann man sagen. Aber Herr Jenny, so ausnahmsweise wären Sie doch mal dafür, würden Sie vielleicht auch einsitzen? Ausnahmsweise, Sie wollen nicht Regierungsrat werden, also Puck-Mitglied. Nein, es ist natürlich schon so, dass es in der Politik viele Leute gibt, die Puck fordern, weil sie dann hoffen, selber einsitzen in diesen Puck. Das ist offensichtlich eine Karriere, ein Karrierebrett, oder ein Sprungbrett für eine höhere Weihen. Das haben die anderen schon gezeigt. Und ich jetzt sage, es braucht jetzt einen Puck, bevor ich GPK, der sich jetzt ein halbes Jahr mit dem beschäftigt, der x Sitzungen und x Anhörungen gemacht hat, jetzt einfach jetzt einen Puck zu fordern. Die GPK, die macht auch eine lückenlose Aufklärung. Und wenn man den Bericht von der GPK sieht und die Leute angehört hat, dann kann man sagen, jawohl, jetzt braucht es einen Puck. Aber jetzt einen Puck vom Zaum zu reissen, einfach jetzt schon, ohne dass ich die angehört habe, ohne dass die in den Kommissionen und im Parlament sich erklären können, bin ich nicht bereit, jetzt einfach eine lückenlose Aufklärung, ja.
Das steht außer Diskussion. Absolut. Aber das kann GPK auch machen. Aber Puck ist natürlich noch mal 3 Liga höher. Da braucht es dann etwas. Also im Notfall wären Sie für einen Puck? Ja, oder wenn jetzt, wenn man sich herausstellt, dass der Bundesrat nicht mit einer GPK will zusammenarbeiten will. Das wäre natürlich eine Affront gegenüber den Parlamentariern. Ich meine, wir Parlamentarier, die Oberaufsicht gegenüber dem Bundesrat. Und dass die sich erdreisten, nachdem, ich meine, die haben das Recht übers Knie gebrochen, die haben das Recht geschreddert, oder? Die haben das durch eine Mülltonne reingekippt, oder? Die haben wirklich Sachen gemacht, die ich sage im Nachhinein, das gibt es ja gar nicht. Wie soll denn der, der schnell fährt, oder sich ein Kiosk etwas stillt, wie soll denn der sich vor dem Richter verhalten, wenn die das sagen, der hat das Recht, interessiert mich nicht, ich mache das, was ich mal das Gefühl habe, ist gut. Und vor allem, sie haben der UBS geholfen, oder? Sie waren Steigbügelhalter für die Geschäfte, die UBS gemacht hat, oder? Missbräuchlich. Und haben die Kunden einfach, die Kunden der Öffentlichkeit. Sie sind so richtig in Fahrt jetzt. Aber Bastian Giro, ich nehme an, du bist für einen Puck, darum gehe ich gerade zu der nächsten Frage über. Man hat ein bisschen das Gefühl, Herr Merz sei so sanft hinter die Bühne geschoben worden, oder? Man gibt ihm den Staatssekretär, der bis jetzt bei der Frau Calmirén einen hervorragenden Job gemacht hat. Und an der Pressekonferenz referiert die Bundespräsidentin. Ist er so quasi zwischengelagert, oder? Ja, das wäre sicher ein guter Entscheid vom Bundesrat, diese Strategie zu verfolgen. Aber zur Puck, denke ich, ist es wichtig, dass man nicht nur den Entscheid anschaut, sondern auch, wie man in die Sackgasse reinkommt. Das hat auch damit zu tun, dass man viel zu lange an einem Mythos-Bankgeheimnis festgehalten hat, das man in dieser Form nicht hat aufrechterhalten konnte. Das muss man sicher anschauen. Und das andere, was man anschauen muss, ist von wegen systemrelevanten Unternehmen, wie sich die UBS das sieht, wie man mit dem umgeht. Weil was man jetzt sieht, ist, dass die UBS wieder anfängt, mit Boni auszahlen, Risiko eingehen. Und diese Fragen muss man natürlich schon noch gründlich anschauen. Weil das Problem, das man jetzt sieht mit den Banken, Banken möchten am liebsten so tun wie, ja, ist ein kleines Husten gewesen, jetzt geht es wieder weiter. Und ich denke, dort brauchen wir schon eine gründlichere Diskussion. Gut, aber Sie haben ja auch gehustet, oder, im letzten Jahr. Ich erinnere mich, vor einem Jahr sind wir da im Studio gesessen, Sonntag, genau die Diskussion um Boni. Und jetzt sind wir wieder so weit. 4 Milliarden laut der Sonntagszeitung werden gefordert. Darf eine Bank, die 209 tiefrot wird, abschneiden, die Staatsgarantie bekommen hat, dürft ihr diesen 69'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen Bonus zahlen? Ja, das ist eben ein von diesen Frust von dieser Woche. Wir haben in der Herbstsession eingeladen als Fraktion der UBS-Spitze. Und sie haben uns die Geschäftspraxis vorgestellt. Sie haben das, glaube ich, mit allen Parteien gemacht. Und am Schluss muss ich sagen, die haben nicht so viel gelernt. Das hat tönt wie genau vor dran und das hat mich masslos geärgert. Damals hatte ich noch das Gefühl, vielleicht war es einfach der Eindruck, aber wenn ich jetzt sehe, wie das weitergeht, sehe ich, dass man nichts gelernt hat. Aus diesem Grund möchte ich gerne auch diese Beziehung UBS-Bundesrat auf dem Tisch haben, um zu schauen, was kann man besser machen und wo muss man allenfalls dabei den Fuss hinhaben. Aber sind Sie nicht langsam ein bisschen aus dieser freisinnigen Partei so, werden Sie langsam ein bisschen ausgedrängt mit diesen Ansichten? Also der Herr Löwra wäre sehr stolz, so eine prominente Politikerin mit solchen Ansichten in seiner Reihe zu haben. Das geht nicht gegen den Freisinn. Da haben wir die Verantwortung als Bürgerinnen und Bürger. Und wenn man eine Aufklärung will, dass alles auf den Tisch kommt, dann hat das nichts zu tun nur mit dem freisinnigen Finanzminister, sondern dann ist der Gesamtbundesrat als Ganzes, der muss die Verantwortung wahrnehmen. Darum mag ich auch nicht leiden, wenn einer auf die Seite springt, sondern der gehört zum Gremium. Wobei, es ist natürlich schon sonderbar. Also, wenn ich jemandem Geld gebe, Kredit spreche, in Milliardenhöhe, dem unter die Arme greife, dann setze ich Bedingungen. Dann sage ich, was die nächsten 2 Jahre passiert, bis das Geld zurückgezahlt ist. Und wir haben unsere Bundesräte haben gefeiert, dass sie das weiss was. Und ich habe da immer gesagt, ja, nur Geld nachschütten. Das ist das Einfachste. Da kann ich meinen Junior fragen, der ist jetzt im 3. Lehrjahr. Der macht das auch. Wenn sie die Leute befriedigen, müssen sie zahlen, müssen sie Geld geben. Ohne eine Rahmenbedingung. Ich meine, es ist doch selbstredend. Als wie bis die Bank staatsunabhängig ist, bis die alles mit Zinsen zurückkommt, gibt es keine Boni oder da reden wir mit. Es ist ja möglich, dass jemand auf höherem Niveau noch eine höhere Leistung gebracht hat. Da rede ich, da will ich mitreden. Aber warum wird es denn trotzdem gemacht, ja, weil wir die Bedingungen. Es wird da innen ausgerufen, ja, es wird in den Trauben, in Leuen, auf dem Stammtisch, auf den Tisch. Das ist ein Problem. Aber es passiert nicht. Sich, aber es reicht nicht einfach, sich ärgern und im Tele Zürich zu sagen, was das für ein Skandal sei. Man muss da mit der Regulierung dahinter. Und dort möchte ich dich sehen. Weil schlussendlich Banken, die reizen
die Regeln so aus, wie sie nur können. Also, und von dem her braucht es klare Regeln. Ich denke, da ist auch Amerika jetzt mit einem guten Beispiel vorangegangen, dass sie auch dafür geradestehen sollen. Ja, du bist also für die Regelung, die hier in Amerika höhere Besteuerung der Banken... Das, was man den Banken zahlt hat, das, was man den Banken reingeschossen hat, muss man jetzt wieder zurückverlangen, ja, bevor sie ihre Bonus... Das ist ja gar keine Frage. Aber nur solange sie natürlich staatsabhängig sind. Also, ich meine, ich mache mit meinem Geld, was ich will. Ich komme nicht zum Bunker. Das Problem ist eben, wenn sie